Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem DL2-Meisterschaftsspiel am Freitag, den 12. Dezember 2014. Hieß es Rote Teufel gegen den Meister aus Bremerhaven, der mit 4 Punkten auf Platz 11 hinter den Roten Teufeln, aber mit 2 Spielen weniger und somit also hier die Chance näher ranzurücken, in die Tabelle nach vorne zu rücken. Und die Roten Teufel, sie wollten natürlich nach zuletzt 2 Heimpleiten zu Hause, ist hier wieder richtig vor nicht ganz 2000 Zuschauer, natürlich ein bisschen enttäuschend der Zuspruch der Zuschauer, die sollten aber etwas verpassen. Brett Jäger im Tor bei den Bremerhavenern, diese ja mit einer Doppelbelastung spielen den europäischen Wettbewerb und somit also Langmann diesmal draußen und Brett Jäger zwischen den Pfosten. Also, los geht's! Gleich mal eine interessante Anfangsphase und die Bremerhavener wollten es den Weißwasseranern und den Dresdnern gleich tun, die nämlich zu Beginn im Kölner Stadion richtig Druck machten. Das taten auch die Norddeutschen, die Hanseatin, setzten gleich mal die Bad Nauheimer Abwehr unter Druck. Die konnten erstmal nur das Hartgummi versuchen wegzubringen und zu kontern. Wie hier in der dritten Minute war ein Querpass von Frosch auf Lange und das Ding von Brett Jäger hier über das Tor gelenkt. Aber die Bremerhavener, ihnen gehörte die Anfangsphase. Huton, 5. Minute, nur knapp am Pfosten vorbei. Wieder ein Konter, also gleich mal richtig Tempo drin hier in diesem Spiel. Richtig interessant. Und dann sollten mal Duftmarken abgesteckt werden. Drew Paris. Und da kommt gleich Martinelli hinzu. Natürlich ein Trash-Talk der Nordamerikaner, das gehört halt einfach dazu, zu diesem Spiel. Und das weckt aber auch die Roten Teufel ein wenig auf, das muss man schon sagen, denn die kamen jetzt nach vorne. Hier über Schütz auf Kyle Helms, mal eine Gelegenheit, vielleicht ein Türchen zu markieren. Aber eine Strafzeit, 10. Minute, Dusan Frosch draußen. Huton hier an den Pfosten, Glück für die Roten Teufel. Die überstanden zwar den Rest der Strafzeit, mussten aber gleich wieder Unterzahl spielen. 14. Minute, Daniel Opolzer auf der Strafbank. Dann untypisch, dass man so viel Platz bekommt. Der SDC-Hintermannschaft nicht sortiert und das Tor 0:1. Deda, der Nutznießer, der Topscorer der Norddeutschen, macht hier den Treffer in der 14. Spielminute. Da hat er einfach viel zu viel Platz und bekommt direkt auf die Kelle serviert. Und dann kuriose Szene, eine unbestrittene Strafzeit. Schiedsrichter lässt das Spiel noch laufen, zeigt an, Strafe und jetzt pfeift er, obwohl die Roten Teufel im Punktbesitz sind und nämlich zur Verwunderung aller schickt er beide raus. 2 Spieler, Hayek musste auch auf die Strafbank. Ein ganz kurioses Ding. Das hier, glaube ich, ist unbestritten. Slayton gegen Daniel Ketter. Zum Glück da nicht mehr passiert, da hätte mehr passieren können an der Bande. Zum Glück konnte der Bad Nauheimer Verteidiger weitermachen, aber 2 Minuten. Kommt Slayton noch gut weg. Powerplay für die Roten Teufel in der 17. Minute. Das Hartgummi läuft gut. Kommt jetzt zu Max Campbell. Der schaut, der guckt. Da ist eine Lücke. Und Tor, der Ausgleich. 1:1. 18. Minute. Schönes Tor vom Kanadier. Mal geschaut, wo die Lücke ist. Und da schiebt er ein. Sein 14. Saisontor. Genau gepasst an Jäger vorbei. Und der Ausgleich. Also Campbell, der ist dem Vitali Arp auf den Fersen, will sich den goldenen Helm zurückerobern, ist da jetzt schon knapp dran. 1:1 Ausgleich und nach 20 Minuten auch ein verdientes Ergebnis. Dann ab in das zweite Drittel. Dort die ersten Minuten, lange Zeit, bisschen Leerfahrt von beiden Teams. Bisschen Leerlauf, Sand im Getriebe. Lange Zeit sah das so aus wie hier. Man neutralisierte sich mehr oder minder. Viele Torchancen waren da nicht. Wir springen in die 29. Minute. Bremerhaven mal. Plötzlich mal. Guck vor dem Tor von Jan Guritscher. Zweimal muss da der Torsteher der Roten Teufel eingreifen gegen sein ehemaliges Team. Das macht er souverän. Hält erstmal den Ausgleich. Dann das Spiel offener. Es wurde jetzt wieder intensiver. Direkt nächste Szene. Eine Minute später. Daniel Opolzer scheitert an Jäger. Und die Roten Teufel sollten eine Überzahl bekommen. Pavel Drohner draußen wegen Spielverzögerung. Drew Paris bricht hier den Schläger. Harry Lange auf Vitali ab und er macht das Tor. Der Topscorer der Roten Teufel. Fulminanter Schuss, 31. Minute. 2:1 Führung für den EC Bad Nauheim. Und auch sehr schön, wie Harry Lange hier das gesehen hatte und hier durch die Beine des Bremerhavener spielt. Und dann passt das Ding genau in den Winkel. 2:1 Führung. Und nun stand das Stadion hier, die knapp 2000 Zuschauer. Die machten ordentlich Stimmung. Einiges los im Kurpark, wer hier nicht da war, hatte etwas verpasst. Standing Ovations für ihr Team.
Tolle Stimmung, sie pushten ihr Team nach vorne, die Anhänger des EC Bad Nauheims. Aber was würde Bremerhaven jetzt machen? Sie sucht natürlich eine Antwort. Das war gefährlich und ein Mega-Save von Jan Gurca. 33. Minute gegen Miller. Unglaublich. War eigentlich schon geschlagen. Und hier nochmal fährt er kurz die Keller aus. Wahnsinn. Jan Gurca hält seiner Mannschaft die Führung. Und wurde natürlich auch dementsprechend gefeiert. Aber dann noch einmal vor dem zweiten Pausentee. Eine Strafzeit gegen Drew Paris, die war umstritten. Überzahl Bremerhaven. Das Hartgummi kommt gleich zu Kopetzky. Der schaut einmal und zieht ab. Unhaltbar für Jan Gurca. Ausgleich 2:2, 30 Sekunden vor der zweiten Sirene. Also doch noch das zweite Tor für Bremerhaven. Und wenn man unter dem Strich die Chance mal zusammenrechnet, war auch das okay nach 40 Spielminuten. Also der dritte Abschnitt sollte es bringen. Und da gleich mal. Wenige Sekunden waren gespielt. Rot Teufel im Vorwärtsgang über Kyle Helms. Auf Max Campbell kommt das Hartgummi nochmal zu Kyle Helms. Der mit einem Drehschuss hier über das Tor. Jäger auch noch zur Stelle. Weiterhin 2:2. Spannung pur hier im Kölner Neidstadion. Lange Zeit tat sich nichts, aber dann eine Strafzeit. Kapitän Patrick Strauch draußen. Die große Gelegenheit für Bremerhaven auf die Führung. Aber der EC machte das gut. Hielt die Bremerhavener weit weg aus dem Slot. Da kamen die Schüsse meist nur von der Seite. Und da war der auch noch ein Jan Gurca im Tor. Also die erste Strafe überstanden und die zweite hier unstrittig. Daniel Ketter draußen. Gleich hinterher nochmal ein Überzahlspiel. Und auch hier wieder zu sehen, wie von außen die Schüsse kommen. Und da ist der Winkel natürlich spitz. Und da kann der Torhüter eigentlich ohne Probleme klären. Der EC machte das souverän, diese 4 Minuten überstand man. Aber Bremerhaven war gerade wieder komplett. Eine Abwehrschlacht jetzt für den EC Bad Nauheim. Denn Bremerhaven wollte hier unbedingt die 3 Punkte, hatten gesagt, sie wollten vielleicht 6 Punkte holen. Zuletzt lief es ja auch nicht rund für sie und sie machen die Führung. 3:2, 53. Minute. Guckt der Nutznießer hier aus vollem Lauf genau unter die Latte. Da passte das Hartgummi ganz genau. Keine Abwehrchance für Jan Gurca. Und die Fans, sie pushten ihr Team nochmal nach vorne. Dabei Kajek zielt einfach mal drauf und das Ding ist drin. Was war das für ein krummes Ei? Wie konnte dieses Tor reingehen? Ein dreckiges Tor, was wir gerne mitnehmen, das ist doch klar. Keine Frage, aber was war da passiert? Hayek zieht einfach mal ab hier, Handgelenkschuss, irgendwie abgefälscht und eine riesen Bogenlampe über alle hinweg, über Freund und Feinde, weg über Brett Jäger und ins lange Eck rein zum 3:3 in der 58. Minute. Kein schönes Tor, aber ein wichtiges 3:3. Der Kampf der Roten Teufel wurde belohnt und das attestierte auch hinterher Mike Stewart, der Trainer der Bremerhavener, war natürlich enttäuscht und da war mehr drin für sein Team und für die Roten Teufel ein 3:3. Erstmal ein Teilerfolg nach zuletzt, wie gesagt, 2 Heimniederlagen. Dann ab in die Verlängerung. 5 Minuten wird da gespielt. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Aber die Torsteher, sie waren zur Stelle. Sie waren jetzt gefragt, den Penalty schießen. Brett Jäger schaut mal rüber zu Jan Gurca. Schöne Einstellung hier. Beide Goalies im Blickkontakt. Sie jetzt natürlich im Mittelpunkt. Jeweils 3 Schützen. Guckt der erste bei Bremerhaven. Gleich mal schön das Eck zugemacht von Jan Gurca. Sein Team jetzt im Vorteil mit Beka, mit dem ersten. Aber auch Jäger kann halten nach dem ersten Durchgang. Kein Tor. Dann Huten. Und auch den macht den Gurca zu hier mit dem Schoner. Dann kommt der zweite Schütze. Campbell, Max Campbell, der ja schon in der regulären Spielzeit getroffen hatte. Der ist ein Spezialist in dieser Disziplin. Und der fackelt auch nicht lange. Und da ist das Ding drin. Jawohl, der Penalty versenkt. 2. Durchgang, Vorteil, Rote Teufel. Jetzt der 3. bei Bremerhaven. Der musste sitzen. Ansonsten würden die Roten Teufel auch den Zusatzpunkt mitnehmen. Kopetzky, der ja auch in der regulären Spielzeit getroffen hatte, ist der Schütze. Er tritt an. Und Jan Gurca krönt eine tolle Leistung an diesem Abend, hält 2 Punkte für den EC Bad Nauheim fest, der ehemalige Bremerhavener, also gegen sein früheres Team. Der Matchwinner, aber auch Max Campbell mit 2 Toren, natürlich maßgeblich beteiligt. Nach 2 Heimniederlagen nun also ein Heimsieg gegen den Meister, so kann es weitergehen. Am Sonntag geht's nach Kassel, dann kommt Kaufbeuren, da geht's nach Kaufbeuren und dann kommt am 21. den Sonntag
der EV Landshut ins Köln-Nordstadion. Und da hoffen wir, dass dann wieder mehr Zuschauer den Weg in den Kurpark finden. Denn das lohnt sich auf jeden Fall hier, dieses Spiel. So viel Spannung, so viel Action, das nimmt man natürlich gerne mit. Und das ist auf jeden Fall das Eintrittsgeld wert. Wir würden uns auf euch freuen. Kommt zum WC Bad Nauheim. Wir sehen uns im Stadion oder hier bei Timeout. Bis dahin, macht's gut und tschüss.